Heute, vor genau 180 Jahren, aber natürlich nicht an einem Sonntag, hat der Philosoph Schelling in Berlin seine erste Antrittsvorlesung gehalten vor einem erlauchten und rappelvollen Hörsaal. Darunter war unter anderem anwesend Friedrich Engels, Sören Kierkegaard und der Anarchist Bakunin. Er wurde nach Berlin berufen, an die Humboldt-Universität vor allem, um die Drachensaat des Hegelianismus wieder auszutreiben aus der dortigen Jugend, den jungen Studenten. Und wir wollen diesen Anlass heute nehmen, um den Philosophen Schelling zum Zweck der Austreibung einer ganz anderen Drachensaat einzuladen, nämlich der Drachensaat des Transhumanismus, auch wenn diese vielleicht für viele noch nicht im Detail sichtbar ist, in der Öffentlichkeit zumindest. Die Grundlage für diese Austreibung wird eine Betrachtung von Schellings Naturphilosophie sein, die zugleich eine Einführung in das Prinzip der Naturphilosophie ist und worin sich diese unterscheidet von dem, was wir als abstrakte Naturwissenschaft kennen, was ihre Grundprinzipien sind, die sich in Schelling sehr schön zum Ausdruck bringen und was wir von ihr lernen können und wie sie zu würdigen ist. Lieber Jochen, herzlich willkommen. Ja. Ich würde gerne einsteigen heute mit der Frage, erst einmal ganz allgemein, wie stehst du zu Schelling und warum nennst du ihn, aber viele, viele andere nicht, ein Genie? Ja, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Die meisten Philosophen-Genies, die genannt werden, sind Nietzsche, Schopenhauer, in gewisser Weise Hegel, natürlich dann noch Platon und so weiter, Schelling nie. Warum wird Schelling nie als Genie bezeichnet? Weil er überhaupt unterschätzt wird. Schelling ist der unterschätzteste Philosoph überhaupt der Geistesgeschichte. Der Name ist enorm bekannt, wird immer genannt, im Zusammenhang mit Fichte, mit dem deutschen Idealismus, mit Hegel natürlich, aber immer nur mit einem gewissen Aber. Ist nie in seiner vollen Kraft gewürdigt worden. Die ganze Nachwelt hat ihn immer so ambivalent betrachtet, bis hin zu dem Verdikt, dass er eigentlich, ja, er redet über diese Dinge, aber er weiß es gar nicht, er versteht gar nichts von Naturwissenschaft, das ist alles nur symbolisch, das ist nur analogisch, das ist irgendwie, würde man heute modern sagen, Geschwurbel, kann man auch sagen. Und das ist ein Missverständnis, ein grundsätzliches Missverständnis, zu dem natürlich der Schelling auch mit beigetragen hat, muss man sagen. Das ist nicht nur ein Missgriff der Nachwelt. Er hat auch seiner Mitwelt, sagen wir mal, er war auch ein Ärgernis für seine Mitwelt, aus vielerlei Gründen. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber du fragst mich ja auch, warum ich Schelling schätze und wie ich zu Schelling stehe. Ich stehe zu Schelling sehr positiv. Ich bin als sehr junger Mann durch den Philosophen Helmut Krause auf Schelling aufmerksam gemacht worden, habe damals schon Schelling gelesen und hatte dann die Möglichkeit, vor 40 Jahren, sehr lange her, Gwendolin, sehr lange her, vor 40 Jahren dann bei Rowohlt eine Monographie zu schreiben über Schelling. Und können wir mal zeigen, die ist dann, das wäre diese. Habe mir dann die Gesamtausgabe seiner Werke gekauft und habe sie, sagen wir mal, zu 80% ungefähr auch gelesen. Und es ist auch schwerer Stoff, wer so einsteigt, ohne eine Frage, ein Konzept oder ein Orientierungspunkt, der kann leicht darin untergehen. Das ist einfach so. Auch die berühmten Schriften von ihm, zum Beispiel das Problem der Freiheit, das sind Schriften, die kann man einem Interessierten einfach gar nicht so vorsetzen, weil er einfach baden geht, sage ich mal ein bisschen flapsig. Aber es gibt bei Schelling wunderbare Passagen, aber diese wunderbaren Passagen muss man raussuchen. Die stehen nicht einfach so da in Leuchtbuchstaben. Also wenn man das Werk Schellings sich anguckt, dann gibt es keine Leuchtbuchstaben für diese wunderbaren Stellen, die es gibt. Einfach geniale Stellen, einfach wunderbare Stellen, auch sprachlich grandios, die muss man suchen. Insofern ist es einfach, Schelling hat eine schwere, ist eine zugänglich, die Zugänglichkeit ist einfach schwer. Und das versuchen wir jetzt vielleicht mit unserem Video nochmal neu zu beleuchten. Schelling ist einfach faszinierend. Warum eigentlich? Weil er etwas zu sagen hat, wie wir es ja auch im Goethe-Video gesehen haben im letzten Jahr.
Schelling hat was zu sagen wie weniger andere. Schelling ist wirklich ein hervorragender Geist, der uns heute auch helfen kann. Gehört zu den wirklich großen Geistern, deren Studium uns heute helfen kann. Und deswegen finde ich ihn wunderbar. Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir jetzt ihn nochmal ganz neu betrachten und vorstellen. Ja, wir brauchen Schelling in gewisser Weise, wenn man so sagen möchte. Und genau darauf wollen wir heute eingehen, ja. Und vor allem auf die Frage danach, wie Schelling zum Beispiel Licht und Schwere gesehen hat, was seine Kritik war an der Newtonschen Himmelsmechanik und der damaligen Physik, seine Kritik an der mathematischen Abstraktion überhaupt, seine Kritik am ökonomisch-teleologischen, also rein vernutzenden Naturzugang und seine Kritik an der Vorstellung der Herkunft des Lebens aus dem Toten, denn für Schelling gibt es das Anorganische im selben Sinne, wie es ist, als wirklich ganz Totes, als zur Gänze Totes gar nicht. Also er hat im Prinzip als einer der Ersten eine Theorie vorgelegt, wie man die Herkunft des Lebens aus dem scheinbar Toten erklären kann, nämlich durch die Alllebendigkeit von allem. Aber um ein bisschen zu verstehen, wie er überhaupt zu seiner Kritik gekommen ist und zu seiner Naturphilosophie, worauf er sozusagen antwortet, würde ich gerne noch mal fragen nach dem biografischen Hintergrund von Schelling, ja, das muss man. Und ein bisschen nach den Grundvoraussetzungen, in welchem Klima ist er sozusagen, genau, groß geworden. Immerhin war er ja auch einfach effektiv ein Wunderkind, also im klassischen Sinne deswegen auch ein Genie, weil er schon mit 17, quasi mit 5 Jahre älteren Freunden, dann Hegel und Hölderlin, auf dem gleichen auf dem gleichen Kolleg zu finden war und selbst ein Goethe von ihm gesagt hat, der sein Enkel sein könnte, das ist überhaupt einer der einzigen Philosophen, die er respektiert. Das ist eine enorme Aussage und ich würde gerne da ein bisschen reinsteigen, was ist eigentlich sein Denken und in welchem Kontext hat es sich entwickelt? Ja, also Schelling war wirklich ein Wunderknabe, ein junger Mann, muss man auch sagen, der verdammt gut aussah, der richtig, richtig gut aussah, klug war. Ein richtiger Shootingstar, wie man sagen würde, der schon mit 15 maßgebende Sachen gemacht hat. Und dann hatte er ja im Tübinger Stift als Student auch der Theologie, im Tübinger Stift in Tübingen. Also hat er mit Hegel und Hölderlin in einem Raum zusammen gewohnt. Das ist natürlich unglaublich. Unglaublich, diese drei Persönlichkeiten waren eng befreundet, haben sich gegenseitig beeinflusst. Schelling war 5 Jahre jünger als die beiden anderen. Hegel und Hölderlin, Jahrgang 1770, wie Beethoven. Schelling war aber Jahrgang 1775. Der war 5 Jahre jünger und trotzdem war er sehr schnell der führende philosophische Kopf. Und er hat sogar auch Hegel beeinflusst. Hegel war eine ganze Weile in gewisser Weise ein Schüler von dem wesentlich jüngeren Schelling, bevor er sich dann irgendwann ganz von ihm abtrennte. Die Freundschaft ist nicht ganz zerbrochen, aber sie hat einen schweren Bruch. Also es war ein Knacks, hat sie bekommen. Also im Tübinger Stift, da ist er ganz schnell aufgestiegen und hat dann die zeitgenössische Philosophie aufgegriffen. Was war das damals? Das war Kant, das war Fichte. Ich darf das kurz nochmal erwähnen, weil Kant spielt eine enorme Rolle dabei. Kant hatte ja in seiner Kritik der reinen Vernunft gesagt, ganz kurz gesagt und verknappt, wir projizieren eigentlich in die Welt hinein, wie die Welt eigentlich ist, das Ding an sich, das Berühmte, das können wir nicht wissen und das wissen wir auch nicht. Wir projizieren in ein unbekanntes X etwas hinein. Und das ist der auch idealistisch verstanden, schafft der Geist des Menschen Raum, Zeit, Kausalität und so weiter, sozusagen, ja, projiziert es in ein X hinein. Das heißt, die eigentliche metaphysische Wirklichkeit ist nicht erkennbar. Vorher hatten die Philosophen Spinoza, in gewisser Weise auch Descartes und so weiter, angenommen, dass man die Welt auch einfach denken kann, dass man durch Denken die Welt erkennen kann. Und das hat er scharf abgelehnt. So, dann hatte er, also er war sozusagen ein Zertrümmerer erstmal. Die Kritik der reinen Vernunft war ein richtiger Faustschlag ins Gesicht der Philosophie. Aber er hat immer auch gewisse Schlupflöcher gelassen. Also die metaphysische Erkenntnis sagt, er ist unmöglich, solange wir Menschen sind.
Also auch immer so bestimmte einschränkende Begriffe. Und dann ist sehr früh ein Mann aufgetreten, ein gewisser Fichte, den heute auch kaum einer liest. Der hat den Kant aufgegriffen, war ein Fan von Kant, selber ein brillanter Redner. Er hat ja später auch die Universität mitgegründet und war ein fantastischer Redner, leidenschaftlicher Redner. Welche Universität? Ja, die Berliner Universität. Die Humboldt-Universität. Die Humboldt-Universität, wie sie dann eigentlich in der DDR erst genannt wurde. Vorher hieß sie ja Berliner Universität oder Friedrich-Wilhelms-Universität. Ne? Und da war der Fichte ein maßgebender Mann. Also Fichte hat die sogenannte Wissenschaftslehre erfunden, aus dem Hut gezogen, der nur noch die Formalien betrachtet und das Ich. Fichte war der Erste, der sagt, es gibt ein radikales Ich und ein radikales Nicht-Ich. Und hat für eine totale Trennung von Ich und Nicht-Ich plädiert. Und auch ganz imperialistisch. Es gibt da Stellen bei Fichte, die sind verblüffend, weil er sozusagen ausgreifen in die Welt eigentlich kolonisieren will mit dem Machtwillen des Ich. Mit totaler Abtrennung von der Welt. Einer der verrücktesten Gedanken von Fichte, den dann auch Schelling auf andere Weise aufgreift, ist der, das Ich setzt sich selbst. Sag mal, wieso soll das Ich sich selbst setzen? Das ist ja die Grundfrage des Denkens, auch heute, ja eine Grundfrage, wie kommt das Ich zu sich selbst? Nicht? Die gibt ja die berühmte Kinderfrage, auch wie gefragt wurde, fragen Kinder, warum bin ich eigentlich ich und warum bin ich nicht du? Also diese abgrundtiefe Frage, warum bin ich ich, warum bin ich der, der ich bin? Was habe ich mit mir zu tun? Und da sagt eben Fichte, das Ich setzt sich selber, aber nicht in Raum und Zeit, sondern in einer Sphäre jenseits von Raum und Zeit, sozusagen in einer absoluten Sphäre, wird das Ich gesetzt. Das greift nachher übrigens ja auch Schopenhauer in gewisser Weise auf, der ja scharf polemisiert gegen Fichte, gegen Hegel sowieso, der für einen Scharlatan hält. Trotzdem gibt es da starke Beeinflussung. Also das ist ein entscheidender Punkt. Und da knüpft dann Schelling an, der zunächst als Schüler von Fichte gilt. Er gilt als der Hauptschüler von Schelling, von Fichte. Und dann grenzt er sich zunehmend ab und entwickelt seit 1797 dann ein ganz eigenes Denkgebäude. Das ist die sogenannte Naturphilosophie. 9 Jahre. 1797 bis 1806 gibt es die Naturphilosophie. Da stehen in schneller Folge viele Schriften. Alle Schriften sind im Grunde Fragmente. Und das ist auch einer der Gründe, warum Schelling so, sagen wir mal, unzulänglich rezipiert wird, weil er in Fragmenten denkt. Es gibt das berühmte Werk von Novalis, Fragmente, aber bei Schelling ist es auch so, es gibt kein Hauptwerk von Schelling. Sein Hauptwerk, könnte man sagen, ist vielleicht die Weltalter dann, 1809, 1810. Aber auch das ist ein großes Fragment. Er denkt immer wieder neu, er setzt immer wieder neu an, er wiederholt sich dann und kreist immer um das Gleiche. Dann gibt es geniale, wunderbare Passagen und dann versackt das wieder. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, man muss das rausfiltern. Also er denkt in Fragmenten und es gibt keine Hauptschrift. Wenn du mich jetzt fragst, oder wenn man fragt, was ist denn die naturphilosophische Hauptschrift von Schelling? Die gibt es gar nicht. Nicht? Ideen zu einer Philosophie der Natur, 1797, wunderbare Passagen stehen da drin. Dann das berühmte Buch über die Weltseele, 1798 und später andere Sachen. Also, und dann macht er eine Kehrtschwenkung. Nicht? Das muss man kurz sagen, bevor wir dann wieder auf die Naturphilosophie zurückkommen. Er entdeckt nämlich Jakob Böhme. Das ist ein ungeheurer Einfluss dann gewesen auf ihn. Durch Franz von Baader, der auch eine machtvolle Persönlichkeit war, der hatte Jakob Böhme entdeckt und Schelling ist total beeinflusst von Jakob Böhme dann. Nicht? Der sogenannte mittlere Schelling ist richtig Böhmianer. Man kann das ganz genau verfolgen, wie er dann den Böhme einbaut in sein Denken. Nicht? Und dann diese
sagen wir mal, für ihn ein Schock, der Tod von Caroline, seiner Frau, bringt ihn dann ganz ins Spirituelle. Da gibt es so eine Schrift, da redet er auch von Reinkarnation auf anderen Gestirnen und so. Da kommen erstaunliche Dinge bei ihm vor, die nachher wieder weg sind. Und es ist eigenartig bei Schelling, dass er in seinen nächsten Denkschritten, er ist in Würzburg, er ist in Erlangen, er ist in München, überall tritt er auf, überall wird er auch angefeindet, hat er Fans, aber er wird oft angefeindet. Und dass er also sozusagen plötzlich sozusagen immer neu ansetzt. Und das ist verwirrend. Da hat er auch ganz viele Gegner dann gehabt. Schelling ist scharf angegriffen worden. Und er selber war nicht kleinlich, muss man auch dazu sagen. Das war damals eigentlich gang und gäbe. Das wissen viele heute gar nicht mehr. Man hat mit harten Bandagen gekämpft. Man hat sich gegenseitig runtergemacht. Schelling war extrem polemisch auch. Er konnte einen, der ihn kritisierte, was er für ungerecht hielt, wirklich runtermachen. Das war nicht fein, überhaupt nicht fein. Das war ein harter Kampf um die Deutungshoheit und so weiter. Also Schelling ist... Es gibt es übrigens wieder. Gibt es wieder, ja, aber also er hat eine Schrift zum Beispiel verfasst, ein Denkmal, nämlich für den Heinrich Jacobi, der ihn einmal angegriffen genau, hat. Ja. Das wäre heutzutage ein YouTube-Video mit dem Titel Die Zerstörung von... Ja, und da interessant, ja, natürlich. Und dann der ganz späte Schelling, jetzt kommen wir nochmal auf 1841 zurück. Der alte Schelling sieht immer noch wunderbar aus, immer noch ein sehr gut aussehender Mann, der auch attraktiv war für die Damenwelt, aber auch die Männer faszinierte. Der hat nun diese Einladung bekommen vor 180 Jahren. Und jetzt passiert Folgendes, das will ich noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Schelling tritt auf, redet langsam, bedächtig, aber mit einer gewissen Attitüde. Er gibt sich als der Vollender der Philosophie überhaupt und gibt sich ein bisschen als der Messias der Philosophie. Und der Hörsaal ist an der ersten Vorlesung brechend voll. In der zweiten Vorlesung sind wesentlich weniger Hörer. In der dritten Vorlesung noch weniger und dann immer weniger. Schelling wirkt für viele peinlich. Das ist in gewisser Weise tragisch, weil er natürlich auch Ungeheures zu bieten hat, aber dann auch wie man das oft findet, der berühmte Größenwahn der Philosophen, der auch dann sein Konto überzieht und dann die Hörer total überfordert, sein eigentliches Kapital ja gar nicht mehr erwähnt, seine stärksten Dinge ist ja die Naturphilosophie eigentlich, das kommt bei ihm gar nicht mehr vor. Er spricht dann über die Philosophie der Offenbarung und über die Philosophie der Mythologie. Das hat er schon als junger Mann gemacht. Also, Schelling scheitert an der Berliner Universität. Und dann zieht er sich immer mehr zurück und spricht nur noch in kleinen Kreisen und verstirbt dann 1854. Also, Schelling hat einen enormen Weg durchlaufen, aber wir beschäftigen uns mit diesen 9 Jahren primär, 1797 bis 1806. Und in der Zeit bekommt er dann, vermittelt durch Goethe, eine Philosophieprofessur in Jena. Goethe schätzt den jungen Schelling, die unterhalten sich auch viel. Schelling schätzt auch die Farbenlehre. Und die beiden verstehen sich sehr gut. Und dann wird er Professor. Und ein ganz junger Mann, 24, ist er Professor. Und dann hat er eine Hörerschaft und so weiter. Dann gibt es aber Schwierigkeiten, wie es überall gibt. Die auch mit persönlichen Zerwürfnisse. Dieser ganze Romantikerkreis ist ja auch sind ja auch eigene extreme Persönlichkeiten, die zerstreiten sich natürlich auch. Dass er dem August Wilhelm Schlegel die Frau ausgespannt hat, ist auch nicht gerade. War auch nicht gerade schön für diese ganze Gemeinschaft dort. Ne? Und einer hat immer gegen den anderen polemisiert. Nicht? Er hat gegen Novalis polemisiert. Das war doch eine Frivolität, zu den Dingen, diese Fragmente so zu schreiben. Da war er selber Fragmentmensch eigentlich. Aber Goethe haben sie alle verehrt. Auch Schelling ist ein großer Goethe-Verehrer. Goethe war so eine Galionsfigur, kann man sagen. Goethe wurde von allen verehrt. Von Schiller nicht sagen, aber Goethe wurde auch von Schelling sehr verehrt. Also, auf jeden Fall eine sehr komplexe, wunderbare Persönlichkeit. Und wir wollen ja heute die Frage stellen,
Was sagt denn Schelling heute, wie man so schön sagt? Warum überhaupt Schelling? Warum muss ich Schelling lesen? Ja, muss man ja auch gar nicht lesen, aber er hat wunderbare Dinge gesagt, die einfach griffig sind und knackig sind, die einfach treffen. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Wie sieht er die Welt? Was sagt er über die Natur? Und was kann das uns heute bringen einfach? Warum ist es interessant für uns? Und es ist hochinteressant. Und da können wir auch schöne Zitate bringen. Und das sollten wir jetzt mal in den Mittelpunkt stellen. Schelling als Naturphilosoph, der er war, als genialer Naturphilosoph, ein wirklich Genie der Naturphilosophie. Ganz kurz noch, letzte Bemerkung, bevor wir dann da einsteigen. Was ist Naturphilosophie? Das lässt sich in einem absoluten Sinne gar nicht sagen. Wer heute von Naturphilosophie spricht, meint eigentlich so ein mehr oder weniger blumiges Umschreiben der herrschenden Physik und Kosmologie. Das ist für mich nicht Naturphilosophie. Ich bin ein starker Kritiker der Kosmologie. Aber Naturphilosophie war ein Begriff, der auch im 17. Jahrhundert ganz verbreitet war. Newtons Hauptwerk, Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie, 1687. Newton sah sich gar nicht als Physiker primär, was viele gar nicht wissen, sondern als Naturphilosoph. Ja, also das ist ganz eigenartig. Also Naturphilosophie ist nicht klar definiert. Höchstens im Gegensatz zur Geistphilosophie. Was ist heute Naturphilosophie? Wenn du einen normalen Physikprofessor weißt, der weiß es gar nicht. Nachdenken über die Natur, kann Ja, man oder erstmal einfach sagen. Wissenschaftsgeschichte. Oder es gibt, keiner traut sich ja heute überhaupt ein kritisches Wort gegen die herrschende Kosmologie zu äußern, weil jeder hat Angst, sich lächerlich zu machen. Die haben eine ganz große Scheu. Das ist das Tabuthema, auch in der ganzen Weltkrise, in der wir uns befinden. Die mathematische Naturwissenschaft ist ein Tabuthema. Also ein Tabu, was ja der nicht gescheut hat. Ich würde gerne diese ganze Betrachtung zur Naturphilosophie damit einläuten, nämlich mit dem zentralen Kritikpunkt, den Schelling eigentlich an Fichte hat und der sich, wie ich finde, auf schaurige Art und Weise heute mit der Stoßrichtung der modernen Naturwissenschaft in Richtung der technischen Welterlösung, die wir ja auch schon besprochen haben, dann auch zeitigt. Und so schreibt er also gegen Fichte, als er sich angefangen hat abzuwenden von Fichte. Diese objektive Welt, welche Fichte im Sinn hat, ist also nicht einmal ein totes, sie ist gar nichts, ein gar nichts, ein leeres Gespenst. Fichte möchte sie gerne vernichten und doch zugleich auch erhalten, der moralischen Nutzanwendung zuliebe. Sie soll nur tot sein, damit auf sie gewirkt werden kann, dass sie aber etwa ganz verschwände, war keineswegs die Absicht. Denn was ist am Ende die Essenz seiner ganzen Meinung von der Natur? Es ist die, dass die Natur gebraucht, benutzt werden soll und dass sie zu nichts weiter da ist, als gebraucht zu werden. Sein Prinzip, wonach er die Natur ansieht, ist das ökonomisch-teleologische Prinzip. In älteren Systemen war es wenigstens die Offenbarung der Güte, Weisheit und Macht des ewigen Wesens, die als Urzweck der Natur zugrunde gelegt wurde. Im fichtischen System hat sie diesen letzten Rest von Erhabenheit verloren und ihr ganzes Dasein läuft auf den Zweck ihrer Bearbeitung und Bewirtschaftung durch den Menschen hinaus. Die Naturkräfte sind nach derselben nur da, um menschliche Zwecken unterworfen zu werden. Diese Unterwerfung wird das eine Mal ausgedrückt als eine allmähliche Aufhebung und Vernichtung der, also doch wirklichen Natur durch den Menschen, das andere Mal als eine Belebung der Natur durch das Vernunftleben, als wäre nicht jede Unterwerfung unter menschliche Zwecke eine Tötung des Lebendigen oder als könnte belebt werden, was bloße Schranke sein sollte. Um dieses Zweckes willen ist Kenntnis der Gesetze, nach welchen jene Kräfte wirken, das heißt Physik, notwendig. Ja, das ist natürlich ein schönes Zitat, eine scharfe Kritik an Fichte. Man muss allerdings natürlich noch mal Die auch ergänzen. heutige Zeitgenossen Ja, enorm trifft. Denn was anderes sehr ist es? wohl, Sie sehen ja ja. auch den Menschen im Prinzip als bloßes Material, was vollkommen umgestaltet und bearbeitet werden kann im Sinne einer Cyborgisierung des Menschen, einer Unterwerfung in einen letztendlich komplett technischen Stadtzusammenhang der Smart City. Ja, im Grunde genommen ist es natürlich ganz, sage ich mal, witzig in Anführungszeichen, ist nicht wirklich witzig, sondern eher tragisch und furchtbar, dass man Fichte in gewisser Weise, was diese Sachen betrifft, tatsächlich als Vorläufer auch des Transhumanismus bezeichnen könnte. Jedenfalls auch eine bestimmte Phase von Fichte. Schelling hat grundsätzlich auch bei anderen Philosophen, auch bei dem von dir geschätzten Spinoza, scharf kritisiert, dass auch bei Spinoza die Natur gar nicht vorkommt. Also das ist, er hat eine Grundsatzkritik an allen früheren Philosophen, außer Giordano Bruno, den nimmt er da aus.
Was kannte er von Bruno? Nur ganz kurz, fast gar nichts. Das ist ja nur diese Schrift von Jacobi, nicht? Diese berühmte Schrift von Jacobi, wo er dann eine gegen den Spinozismus, der als Atheismus galt. Gottesleugnung, würde man heute sagen. Ja. Herr Fichte musste ja seinen Lehrstuhl aufgeben in Jena, weil er als Atheist galt. Ja. Und ein atheistischer Professor war unmöglich. Also das muss man einfach dazu sagen. Und da hat der Jacobi damals, 1789, glaube ich, im Jahr der Französischen Revolution, hat er da eine kleine Schrift verfasst und hat auch den Bruno zitiert. Wenige Stellen aus von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen. Und diese wenigen Stellen haben in der Geistgeschichte eine kolossale Rolle gespielt. Goethe kannte das auch und Schelling auch. Auch Hegel kannte das. Äußert sich ja auch zu Bruno, was gar nicht so bekannt ist. Also da kam was anderes rein. Aber Schelling hat alle anderen Philosophen eigentlich kritisiert, dass bei ihnen die Natur praktisch nicht vorkommt. Das war auch so. Also er wirft ihnen vor, ihr redet abstrakt über die Dinge. Das wirft er allen vor. Auch Descartes sowieso, aber auch Spinoza, den er sehr schätzt. Er ist auch beeinflusst von Spinoza. Aber was macht ihr? Die lebendige Natur, die sieht man bei euch gar nicht. Und da ist ja der Ansatzpunkt von Schelling, das kann man schon mal einen ersten Begriff nennen, da der Realidealismus. Der Idealismus ist ja auch ein wunderbares Konstrukt. Wir wissen gar nicht, wie die Welt wirklich ist. Wir projizieren Raum, Zeit, Kausalität und so weiter. Wir holen das aus dem Hut, was ja auch irgendwie absurd ist. Also man muss ja auch der Idealismus ist auch ein sehr komplexes Gebilde. Auf jeden Fall, das kritisiert er daran, Realidealismus. Er meint, seine Lösung als Naturphilosoph, schon mal ein wichtiger Ansatz ist, dass das Reale, die materielle Welt, die sinnliche Erscheinung, verbindet mit dem Idealen. Sie ist die Selbstoffenbarung des Geistes selber, Richtig. Das Denken Gottes ganz in gewisser Hinsicht. Ganz genau, ja. Und also, er verbindet das Reale mit dem Ideellen, was ja eigentlich im Grunde genommen, wenn man so will, eigentlich ein wunderbarer Ansatz ist, den wir alle dringend brauchen. Denn das nur Materielle führt uns nicht weiter und das nur Spirituelle oder Idealistische führt uns auch in den Irrsinn. Also man muss gucken, dass man eine Balance findet. Und das war sein Ansatzpunkt, Realidealismus. Zumal er mit der mal aufziehenden Aufklärung und auch mit Descartes eine enorme Spaltung eingetreten ist. Genau. Also eigentlich eine Spaltung in eine rational, formal, eigentlich mathematisch zu fassende oder wie mathematisch zu fassende rationale Sphäre oder Geistwelt, in dem Fall jetzt auch, wie Fichte das ausdrückt, auf der anderen Seite ein Naturmechanismus. Genau. Die beiden stehen eigentlich in keinem Zusammenhang miteinander. Auch bei Descartes ist es eigentlich irgendwie ein Konstrukt, was er sich da aus der Zirbeldrüse zusammenschustert, wie er überhaupt eigentlich diese Innerlichkeit des Menschen auf den Körper dann sich überträgt als Willensimpulse, weil eigentlich ist es kausal determiniert und man geht von einem totalen mechanistischen Weltzusammenhang aus. Der letztendlich mit diesem Geist zusammen hat, gar nicht so viel zu tun hat. Richtig. Ja, die berühmte Res Cogitans und Res Extensa, das ist die ausgedehnte Welt. Und die Res Cogitans, das Ideelle, das ist weder Raum noch Zeit. Das kann man ja immer anzweifeln, das tue ich ja auch ständig in meinen Büchern und Videos und so, also immer wieder. Das ist ein Konstrukt, eine Fantasiegebilde, dass der Geist unräumlich sein soll und jenseits der Zeit stehen soll und so. Das ist ja mit im Idealismus. Also da Wobei ist diesen Punkt als erstes Spinoza, muss ich trotzdem noch mal einwenden, ja, bitte. Als Spinoza überwindet. Als Spinozistin. Na, ja, vielleicht lass ich mir gefallen, ja. Gut. Die Verstand-Wille-Identität wird als allererstes gesetzt von Spinoza und damit ist einem der Keim des Realidealismus gesetzt, denn er setzt ja sozusagen das lebendig in der Erscheinung tretende Wollen mit der inhaltlichen Dimension des auch Denkens in eine Verbindung. Das ist sozusagen die erste synthetische Versuch, der dann auch eben die romantische Naturphilosophie überhaupt erst ermöglicht hat. Vollkommen richtig. Natürlich, richtig, ganz richtig. Ja, Goethe war natürlich auch ein großer Verehrer von Spinoza. Er war in gewisser Weise Spinozist, kann man sagen, bevor er Schelling kennenlernte.
Er hatte immer irgendwie Einwände, das haben wir damals auch gesagt vor einem Jahr in unserem Goethe-Video, ne? Hatte Einwände. Gegen Schelling hat er merkwürdigerweise gar keine Einwände. Diesen jungen Kerl, der sein Enkel hätte sein können, wie du ja mit Recht sagst, den fand er einfach toll. Er hat ihn eingeladen, die haben Tee getrunken zusammen und endlos geredet. Und da hat er irgendwie vollkommen ein Ja. Alle anderen hat er irgendwie, wahrscheinlich hat er es nie wirklich gelesen, ob er Kant gelesen hat, wissen wir gar nicht, möglich. Hat er auch Kant ein bisschen gelesen, Hegel auch, also immer so eine Distanz, auf jeden Fall. Ja, ganz richtig mit Spinoza, ist natürlich nicht zu leugnen. Auch Schelling ist beeinflusst von Spinoza. Spinoza hatte eine ungeheure Auswirkung, das ist überhaupt nicht zu leugnen. Aber Schelling glaubte, das ist sein Hauptpunkt. Der Zusammenhang von Geist und Natur, und das ist, bevor ich hier noch ein paar Zitate vorlese jetzt mal, ist ja ein Grundthema des Denkens überhaupt. Wir sind Geistwesen, wir sind auch materielle Wesen, aber wenn wir erkennen, was erkennen wir und wie erkennen wir, wie hängt der Geist mit der Materie zusammen? Das ist ja eine Frage, die einen in den Irrsinn treiben kann. Ja, wo eins den anderen, das andere oft zu stören scheint, ne, und irgendwie ein Widerspruch zu sein scheint. Man möchte immer gerne die Synthese, die Vereinheitlichung und die Harmonie, aber es klappt nicht so richtig, weil als physisch-sinnliche Wesen sind wir eben nicht Geist, sondern auch Materie. Wie hängt das zusammen? Und das versucht er ja gerade zusammenzudenken, aber es ist ein Hauptproblem des Denkens überhaupt, an dem sich niemand vorbeimogeln kann. Auch die heutigen spirituellen Menschen oder auch idealistische Menschen und viele irgendwie esoterisch bewegte Menschen machen sich da oft viel zu einfach. Das Ganze ist viel schwieriger. Und das Schelling hat es sich eigentlich nicht einfach gemacht. Er hat das wirklich gesehen. Ich will noch mal zwei kurze Zitate bringen, die ganz griffig sind über den Realidealismus. Zwei Zitate nur, und zwar 1797. Das war der Anfang seiner Naturphilosophie. Wie alt war Schelling? Der war 22. Das muss ich mal überlegen, ne? 20, 22, ja. Gut, ich wollte jetzt nicht auf die heutigen 22-Jährigen eingehen oder irgendwas darüber sagen, aber das ist schon erstaunlich. Schelling, 1797. Die äußere Welt liegt vor uns aufgeschlagen, wie ein Buch, um in ihr die Geschichte unseres Geistes wiederzufinden. Ja? Liegt vor uns aufgeschlagen, um in ihr die Geschichte unseres Geistes wiederzufinden. Aha, in der materiellen Welt, auch in der Natur, finden wir die Geschichte unseres eigenen Geistes. Was heißt das? Und, wunderbares Wort, vielleicht einer der berühmtesten Sätze von Schelling überhaupt, die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein. Natur als sichtbarer Geist, Geist als unsichtbare Natur. Solche Äußerungen gibt es auch bei Novalis. Also irgendwie ist beides das Gleiche und auch wieder nicht das Gleiche. Wir betrachten das System unserer Vorstellungen nicht in seinem Sein, sondern in seinem Werden. Die Philosophie wird genetisch. Da kommt ja der Entwicklungsgedanke rein, den er ja auch von Goethe mit hat, Metamorphose. Nicht? Das muss man dazu sagen. Da müssen wir übrigens auch noch gleich drüber sprechen, wie das damals auch schon verbreitet war, was viele gar nicht wissen. Da, wenn du mich daran erinnerst, nachher können wir das auch noch mal sagen. Das System der Natur ist zugleich das System unseres Geistes. Ja, weil es so ist, mein Schelling, deswegen können wir überhaupt irgendwas erkennen. Denn wenn das nicht so wäre, wenn sozusagen Geist per se oder in einem absoluten Sinne gar nicht in der Natur wäre, würde unser Denken immer an einer schwarzen Wand, wie an einer eisernen Wand, einfach zerschmettert werden. Wir müssen, es muss auch die Naturwissenschaft, man muss davon ausgehen, dass es Geist in der Natur gibt. Sonst ist Erkenntnis praktisch nicht möglich. Sonst müssen wir sagen, okay, wir können nur projizieren. Zweites Zitat. Solange ich selbst mit der Natur identisch bin, verstehe ich, was lebendige Natur ist, so gut, als ich mein eigenes Leben verstehe.
begreife, wie dieses allgemeine Leben der Natur in mannigfaltigsten Formen, in stufenmäßigen Entwicklungen, ja, Metamorphose, in allmählichen Annäherung zur Freiheit sich offenbart, sobald ich aber mich und mit mir alles Ideale von der Natur trenne, bleibt mir nichts übrig als ein totes Objekt. Und ich höre auf zu begreifen, wie ein Leben außer mir möglich ist. Nicht? Das ist also sozusagen, da ist schon diese Nahtstelle angesprochen, die Erkenntnis überhaupt möglich macht. Schelling sagt da einmal, ich habe es jetzt nicht wörtlich im Kopf, aber du wirst es kennen, das Zitat, dass Erkennende und das Erkannte ist das Gleiche. Das also, eines drängt in die Erkennung, will gesehen richtig, werden. Ja. Und nur weil es gesehen werden will, was wir im Prinzip übrigens, wenn wir mal rein phänomenologisch vorgehen und sagen, wir sind der Natur ähnlich, auch von uns kennen, es gibt in uns etwas, das will gesehen werden von den anderen, das drängt in die Erscheinung. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es auch eins, was erblicken will oder was erkennen will. Und ohne diesen doppelten Willen, also den Erkenntniswillen und den Willen gesehen zu werden, das in die Erscheinung Drängens, würde die Natur nicht so aufscheinen, wie wir sie kennen. Ja, es gibt ja das berühmte Wort von Empedokles, dass man nur das eigentlich erkennen kann, was man selber ist. Übrigens, deswegen hat der Morphologe Adolf Portmann, auf den ja auch Hannah Arendt rekurriert, deswegen auch die Erscheinung als eigentlich, also die äußere Erscheinung in der Morphologie als das eigentliche Phänomen beschrieben, denn es ist da, wo das Individuum in die Erscheinung drängt, während zum Beispiel alles Innere, das innere Organische, da gibt es eigentlich ganz wenig individuelle Varianz zwischen den einzelnen Individuen, da kommt es eigentlich gar nicht so zum Ausdruck. Also die eigentliche Gestalt, also das, was ich in die Natur, was ich offenbaren will, ist eigentlich in der äußeren Morphologie zu sehen, auch im Gesicht, im Antlitz, in der Gestalt und so weiter. Und das ist ja auch das Einzige, was im Prinzip, also dieser Trieb ist das Einzige, das ist, was auch erklären kann, warum zum Beispiel, würde ich mal sagen, Vögel oder so, so aufs Aussehen gucken, zum Beispiel Pfauendamen oder verschiedene andere Wesen, ja, auf sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Eigenschaften achten bei der Partnerwahl, die keineswegs einfach nur mit Überlebensfitness irgendwie abgekanzelt werden können. Ganz richtig. Da geht es wirklich um die Erscheinung und um die Gestalt, also auch das Zusammenkommen dieser Pole. Ja. Ne? Sehr interessant, die Schönheitsfrage. Ne? In der Natur ist das nebenbei gesagt, weil du es gerade angesprochen hast, projizieren wir das hinein. Wir sind beglückt, wenn wir das Pfauenrad sehen. Weiß der Pfau, wie schön er ist? Weiß er das? Oder weiß er das gar nicht? Ist er unbewusst in der Schönheit? Ist die Schönheit eine Projektion? Oder gibt es das Schöne da draußen? Ist das Naturding per se auch schön, auch wenn es nicht betrachtet wird? Oder liegt es nur im Auge des Betrachters? Spielt ja alles eine große Rolle. Auch eine Frage, die immer wieder diskutiert wurde. Projizieren wir nicht eigentlich nur das Schöne, die Bedeutung in die Natur hinein? Wobei ich diesen Gedanken dennoch noch mal würdigen bitte, möchte, weil das ist ja eine sehr grobe Vereinfachung der Natur zu behaupten, es sind dann nur Überlebensvorgänge, also letztendlich Leben und Tod, Grenzvorgänge werden für das Gesamte des Lebens genommen, während wir aber, wenn wir die Natur beobachten, auch die Tiere und so weiter, vor allem die Tiere, sich auf verschiedenste Art und Weise verhalten sehen und auch zu ihrer Umgebung verhalten sehen, die man nicht ganz simpel damit einfach so abkanzeln kann. Auch zum Beispiel eine Krähe, die zum Beispiel sich aufhängt an einer Stange und anfängt da so rumzuschaukeln, so macht sie das. Oder sie geht auf so einem schrägen Dach, wo Schnee liegt und rollt sich da so runter, rodelt also und so weiter. Kann man nicht sagen, also ich quasi, wenn ich jetzt auf den Überlebensfaktor gucke und auf die Fortpflanzung, hätte ich die Krähe erklärt, dann wäre ich mit ihrem Seele in Kontakt. Nein, das ist ja klar. Nein, das ist schon vollkommen richtig. Ich möchte noch ganz kurz noch mal einen Punkt anführen, weil der relativ unbekannt ist. Es wird ja meistens gesagt, dass eine gewisse Evolution in der Natur auf Charles Darwin zurückgeht. Das stimmt nicht. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das ein vollkommen verbreiteter Gedanke, den natürlich auch Schelling kannte. Es ist nicht so, dass dieser Gedanke der Metamorphose und der Evolution der Natur vom anorganischen, in Anführungszeichen, darüber reden wir noch, nach Schelling gibt es das ja eigentlich gar nicht, bis zum Organischen. Da war einer der berühmtesten Protagonisten, war Erasmus Darwin, der Großvater von Charles Darwin, der im Grunde die ganze Deszendenzlehre seines Enkels vorweggenommen hat oder umgekehrt, als ob er es selber wäre. Ja?
Es ist verblüffend gerade, wenn man bei Goethe, also sozusagen Halbgebildete, die Lesenden bei Goethe, ach ja, über Darwin nachgedacht. Aha, denkt, wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht gedacht, dass jetzt so Darwin, dass der Goethe den kannte und so. Nein, er ist natürlich auch bei Novalis, gibt es das. Es ist natürlich Erasmus Darwin gemeint, der Großvater. Und Schelling kannte das natürlich. Er kannte auch einen gewissen Kielmeier, den er als Student gehört hat, der schon ganz dezidiert eine Evolutionslehre formuliert hat. Das wusste Schelling, das hat er nicht erfunden. Aber er hat es weitergedacht, das hat ihn beeinflusst. Er sah, Philosophie wird genetisch, haben wir gehört, die Natur in ihrem Werdeprozess. Natur nicht als statisch, sondern als dynamisch, als Prozess. Natur als lebendiger Prozess, als organisches Gedeihen im Sinne Goethes. Na, die haben wir ja auch damals in dem Goethe-Video gesagt. Also die Metamorphose der Dinge, die Metamorphose der Welt. Die Welt als ein lebendiger Fluss, als ein geordneter, von Gesetzen bestimmter, lebendiger Fluss. In diesen Fluss ist auch der Mensch eingegliedert. Als Naturwesen und als Geistwesen. Und was in uns diese Einheit von Natur und Geist oder auch dieser Widerspruch, der manchmal aufbricht, ist auch in der Natur vorhanden. Mhm. Was ja auch wieder Schopenhauer ist. Das nur am Rande erwähnt. Schopenhauer ist sehr stark, auch er hat viele Ähnlichkeiten mit Schelling. Aber es ist ja auch, jeder konstelliert sich selbst und grenzt sich gerne von anderen ab. Das hat auch Schelling gemacht. Und Schopenhauer natürlich auch. Und hat gerne verschwiegen, was er alles von Schelling übernommen hat. Das ist aber vielleicht menschlich, normal zu betrachten. Mhm. Du hast einmal in deiner Robert-Monographie 10 Punkte zusammengefügt, ja, die Schellings Naturphilosophie konzise beschreiben. Wollen wir die hier kurz zitieren? Das kann ich gerne machen, ja. Und dann vielleicht auch kommentieren. Ja, ich habe versucht in dieser Monographie damals, 40 Jahre ist es her, man kann mir das gar nicht vorstellen, 40 Jahre ist schon enorm, also vor 40 Jahren, habe ich versucht, das konzise in 10 Punkte zu packen. Das findet man nirgendwo. Aber ich wollte es machen, weil ich wollte eine Hilfe bieten für den Leser. Ich wollte ihnen helfen. Denn, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, sonst geht man unter in dem Werk von Schelling. Ein guter Freund von mir, nur am Rande erwähnt, bevor die Punkte kommen, der hatte meine Schelling-Monographie gelesen und hat sich dann, das hätte er nicht tun sollen, die Gesamtausgabe von Schelling gekauft und war dann enttäuscht. Dachte, was ist das denn? Du hast so tolle Zitate, wunderbare Dinge, das finde ich gar nicht in dem Werk. Ja, weil man es raussuchen muss. Das ist eben nicht auf dem Tablett serviert. Also wenn, ich sag's nochmal, drückt jemandem einen beliebigen Schelling-Band in die Hände und an einem Tag und am nächsten Tag gibt es dir zurück. Oder er sagt, interessant, aber da muss ich mich erst wirklich noch intensiver mit beschäftigen. Dazu habe ich im Moment keine Zeit. So, immer sowieso, tut mir leid, Herr Kirchhoff, aber das geht einfach nicht. Das kann ich jetzt nichts zu sagen, das schaffe ich einfach nicht. Ja, da habe ich 10 Punkte genannt. Die nenne ich einfach mal. Das ist zum... Soll ich es mal machen? Ja. Könntest auch du vorlesen, aber ich kann es ja mal machen. Also, 10 Punkte. Grundgedanken der Naturphilosophie. Da habe ich am Anfang übrigens ein Schelling-Zitat gebracht, was gut ist, was ich auch noch mal vorlesen möchte. Generell, will man einen Philosophen ehren, das gilt für jeden Philosophen, so muss man ihn da auffassen, jetzt sehr interessant, wo er noch nicht in den Folgen fortgegangen ist, in seinen Grundgedanken. Denn in der weiteren Entwicklung kann er gegen seine eigene Absicht irren. Und nichts ist leichter, als in der Philosophie zu irren, wo jeder falsche Schritt von unendlichen Folgen ist, wo man überhaupt auf einem Weg sich befindet, der von allen Seiten von Abgründen umgeben ist. Philosophie ist einfach auch abgründig. Wer denkt, der landet oft im Abgrund, erstmal. Ja? Der wahre Gedanke eines Philosophen ist eben sein Grundgedanke,
der, von dem er ausgeht. So, also es gibt einen Grundgedanken. Ich bin ja auch mal gefragt worden, aber was ist denn Ihr Grundgedanke? Da kann ich 3 oder 4 Sätze sagen und das sind denn die Grundgedanken. So, jetzt aber Stelling. 10 Punkte. Erstens, das Universum ist ein absoluter Organismus. Organisch im Ganzen und in jedem seiner Teile. Zum Organismus gehört das organisierende Prinzip des Geistes. Das Prinzip Leben ist allgegenwärtig im Kosmos. Wörtliches Zitat, alles im Universum ist beseelt. Erste These. Kann man sagen, ist ein Axiom von Schelling. Die Weltseele ist also sozusagen, ist diese Lebendigkeit, das ist ja genau auch eine Hypothese der höheren Physik. Genau, das ist jetzt dieses Wunderbare bei Schelling, dass er eine Schrift so nennt, die habe ich hier auf der Rückseite der Monographie, von der Weltseele eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus. Wunderbar gesagt, also eine Hypothese nennt er das und der allgemeine Organismus wird vorausgesetzt. Also, wir leben in einer rundum lebendigen Welt. Schon mal ein ungeheurer Gedanke, viele sagen, stimmt ja gar nicht, Herr Kirchhoff. Wie kommen Sie darauf? Tot. Was meinen Sie denn eigentlich? Ja. Gut. Zweitens, der absolute Allorganismus ist die Manifestation des Göttlichen. Alle Dinge sind in Gott enthalten, Panentheismus. Das All als Selbstoffenbarung Gottes ist gleichzeitig die Selbstanschauung und Selbsterkenntnis des Geistes. Die Vernunft hat Anteil am Göttlichen. Ganz extrem, ne? Die Welt ist auch die Selbstoffenbarung Gottes, ganz später dann in den Weltaltern, das sagt ja auch übrigens Hegel, aber anders. Also die Selbstoffenbarung auch des Göttlichen. Und der Mensch hat die Möglichkeit, das mitzudenken. Eine ungeheure These eigentlich. Ne? Mhm. Oh. Drittens, die Substanz der Dinge ist die absolute Einheit von Subjekt und Objekt. Erkennen und Sein. Bon, richtig. Extrem, ja. Die absolute Einheit von Natur, Subjekt und Objekt ist ja auch eine Grundfrage der Philosophie. Wie hängt eigentlich das Subjekt mit dem Objekt zusammen? Die objektive Welt hat so ganz eigene Gesetze, die ich gar nicht beeinflussen kann. Aber subjektiv kann ich mir alles vorstellen. Ja? Erkennen und Sein. Die organische Einheit der Natur umfasst stets Reales und Ideales. Da sind wir beim Realidealismus. Sein und Bewusstsein gleichzeitig. Die Welt ist materiell und hat eine Innenseite, die Bewusstsein ist, und entfaltet sich als dynamische Stufenfolge von anorganischem, Klammern, das als solches eigentlich gar nicht existiert, zum organischen im engeren Sinne. Die Einheit der Natur beinhaltet den gemeinsamen Ursprung aller physikalischen Kräfte, sowie die auf ein Urbild bezogene Gemeinsamkeit und innere Verwandtschaft aller Formen des Lebens. Ganz großartig. Das müsste man eigentlich sozusagen 2-3 Mal lesen und sprechen, um das ist ein wunderbarer, großartiger Gedanke, den Goethe absolut akzeptiert hätte und hat. Wobei wir jetzt hier an der Stelle vielleicht kurz einfach einen Kommentar einfügen können. Warum Bitte. Ist es so besonders, dass er die Einheit aller physikalischen Kräfte postuliert hat? Was war es vorher? War es ein Potpourri? War es ein Korb von Kräften, die man annimmt? Hier eine Kraft, da eine Kraft. Könnte man sagen, es gibt ja alle möglichen Kräfte, die benannt werden, aber nicht in einen inneren Zusammenhang gesetzt. Richtig. Und hier ist ja die Frage, wie kam eigentlich der Elektromagnetismus zusammen mit dem Oersted und was hat das zu tun mit der Philosophie Schellings? Naja, das ist in gewisser Weise Schelling der Begründer des Elektromagnetismus vor Faraday. Das ist schon richtig. Da ist natürlich eine Grundfrage, wie man da überhaupt rangeht. Was sind Kräfte? Das haben wir noch nicht behandelt jetzt. Ist ein eigenes Thema. Kräfte sind ja in der mechanistischen Physik eigentlich abstrakte Größen. Nicht? Auch in der ganzen newtonschen Physik, aber nicht bei Newton selber. Das muss man auch wissen. Das wusste auch Faraday und das wusste in Grenzen auch Schelling, dass bei Newton selber in den
mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie ist es noch etwas anders. Ist für Newton, das haben wir auch früher manchmal in unseren Videos gesagt, sind die Kräfte Forces, Spirits. Newton war in dem Sinne ganz spirituell. Die Kräfte, die Forces waren für ihn Spirits und hatten etwas Göttliches. Mhm. Also Newton er hat ja auch viel über die Schwere nachgedacht, das haben wir ja auch verschiedentlich in anderen Videos auch gesagt. Für ihn war die letzte Ursache der Gravitation Gott. Es war göttlich. Mhm. Also das muss man auch dazu sagen. Also Goethe, also Newton war an sich kein Mechanist. Man nimmt ihn gerne mit Descartes zusammen, was in Grenzen auch stimmt. Aber Newton hatte noch eine andere Dimension. Und die greift auch Schelling auf und nachher Faraday. Jetzt die Frage halt, was daran das Besondere ist. Man könnte doch sagen, okay, die heutige Physik sieht ja auch im Prinzip alles als Ausfluss dieser basalen physikalischen Urkräfte, die sich dann verschiedentlich konstellieren und ein Bewusstsein zum Beispiel als Epiphänomen irgendwo hervorzaubern und eine Evolution und so weiter. Ja. Jetzt ist die Frage, was war das Besondere? Denn derjenige, der die ersten Experimente gemacht hat zum Thema des Elektromagnetismus, war ja ein Schelling-Schüler oder Schelling-Leser. Und der hat ein Experiment gemacht, wo er die Ablenkung einer Magnetnadel in einem elektrischen Feld beobachtet hat. Richtig, ja. Und das war sozusagen das erste Experiment, was das gezündet hat, diese Idee des Elektromagnetismus. Und er, was ja Schelling eigentlich da von vornherein schon postuliert hat, dass es diesen Zusammenhang geben müsste. Also man sagen kann, es gibt einen Urkraftzusammenhang, der sich durch verschiedene Wandlungsstufen, die aufeinander aufbauen, dann ergibt. Und das ist etwas, was ja in unserer heutigen Physik gar nicht so gedacht wird. Dass zum Beispiel in diesem Sinne quasi eine Evolutionsleiter der verschiedenen Kräfte angenommen werden kann, die alle auseinander vorgehen und die jeweils zu Stufenfolgen voneinander sind. Ja. Richtig, ganz richtig. Also Schelling hält am 28. März 1832, wenige Tage nach Goethes Tod, einen berühmten Vortrag über Faraday und über den Elektromagnetismus und geriert sich selbst mit einigem Recht auch als derjenige, der eigentlich als einer der Ersten den Zusammenhang von Elektrizität und Magnetismus gesehen hat. Das gab es natürlich ansatzweise auch schon im 18. Jahrhundert. Es ist nicht völlig neu, aber Schelling hat es auf eine ganz eigene Weise zusammengebracht als lebendige Kräfte. Also in dem Sinne auch Forces als Spirit und beruft sich auch auf die Physik und sagt auch gegen seine Widersacher, da seht ihr, wie ich an der empirischen Naturwissenschaft, wie ich darauf hinziele, was ihm ja immer vorgeworfen wird, der hat da gar keine Ahnung von Physik, das ist ja alles nur Gerede. Mhm. Nein, es ist eben nicht nur Gerede, obwohl es manchmal vielleicht den Eindruck erweckt, aber Schelling kannte auch die Naturwissenschaft seiner Zeit sehr genau. Er hat auch von Mathematik was verstanden. Er wusste ganz genau, dass man natürlich Phänomene mathematisch beschreiben kann. Es gibt ja eine berühmte Aussage von Schelling, die ich jetzt mal paraphrasiere, muss ich jetzt rumkramen, ob ich sie finde, dass er sagt, natürlich kann man die Bewegung der Gestirne mathematisieren. Man kann das natürlich machen, das wüsste er auch, dass das geht. Aber man hat letztlich nichts von dem Eigentlichen verstanden. Und er meint, wenn man nicht das Eigentliche versteht, das Wesen der Natur, Natura naturans, nicht nur natura naturata, also natura naturans, das innere Streben und Sein der Natur, dann ist es überhaupt keine Naturwissenschaft. Genau, er verglicht es mit, als würde man versuchen, die Werke Homers einfach so zu beschreiben, dass man sagt, so und so viele Zeichen hat das Ganze, die sind so und so zusammengesetzt, vielleicht noch eine mathematische Formel. Man hat da nichts von dem Wesen von Homers Werken. Und das Gleiche ist es, ich kann zwar sehr äußerlich eine Art Gehäuse aufbauen, in dem ich sozusagen quasi rein numerisch sage und dann geht, also auch von einem Menschen, da ist es am plakativsten, ja, dann geht er dahin, dann war er dahin, aber von der inneren Bewegung, was den bewegt hat, weiß ich gar nichts. Und es sagt, es überträgt er eben auch auf die Gestirne, dass die mathematische Beschreibung der Bewegungsvorgänge aussagelos ist. Aussagelos und letztlich keinen wirklichen Erkenntniswert hat, obwohl sie eine Akkuranz erstmal vorlegt, aber eben keinen wirklichen Erkenntniswert
Das ist ja, ja die es gibt Sache. dann später auch interessante Aussagen von Nietzsche in der Richtung. Das ist auch interessant. Übrigens auch von Schopenhauer, die da irgendwie so eine Linie darstellen. Und okay, also. Der das ja übrigens auch versucht, diese im Prinzip alle Naturkräfte in seiner Willensmorphologie Ja, letztendlich aufzunehmen. sind ja, ja, da sind wir bei der Willensmetaphysik, ne? Das ist ja auf jeden Fall richtig. Auf jeden Fall ist das ein ganz entscheidender Punkt, den man mitdenken muss, dass, wie Schelling das sieht, dass er wirklich auch die Mathematik, der Verstand was von Mathematik und der Verstand auch was vom Denken der Natur. Aber er war natürlich in vielen Punkten überfordert. Er konnte ja nicht alle, wie man heute kann, im Internet alles nachlesen, wenn man es möchte. Er hatte natürlich viele Materialien gar nicht zur Verfügung. Und man kann ihm das gar nicht übel nehmen. Aber er hat immer den Anspruch erhoben, dass er letztlich empirische Phänomene erklären kann. Das muss man einfach sagen. Seine Naturphilosophie ist so gut, dass sie bis zu einem gewissen Grade auch empirische Phänomene wirklich erklären kann. Da ist eine andere Frage, was ist dann Erklärung? Das ist natürlich ein eigenes Thema, können wir auch darüber noch sprechen. Was ist Erklärung und nur Beschreibung? Das ist ja auch ein Punkt. Wie übrigens auch Goethe ja in seinen Farbenlehre konnte angewendet werden, Experimente der Farbenlehre, das hatten wir auch Richtig. erwähnt. Und daraus wurde eine tatsächliche technische Anwendung gebaut, Richtig. nämlich das Polaroid, was nicht auf Basis von Newton Nein. funktionieren würde. Dazu mehr im Goethe-Video. Ja, also Goethe wusste ganz genau, dass er in vielen Punkten einfach besser ist als Newton. Das kann man auch sehen, wo Newton ganz schwach ist. Aber in manchen Punkten ist Newton besser als Goethe. Aber es ist sozusagen es ist nicht so, dass Newton nur vollkommen recht hätte und Goethe grundsätzlich unrecht. Okay, also drittens hatten wir Subjekt und Objekt, diese Einheit, nochmal genannt. Also man erkennt nur das, was man ist, die Einheit von Subjekt und Objekt. Das ist ja im Grunde auch ein erstaunlicher Gedanke, nicht, wenn man es genau betrachtet. Ist doch verblüffend, wieso eigentlich die Einheit von Subjekt und Objekt? Hier bin ich und da ist die Welt. Wo ist dann der Zusammenhang? Dann sind wir bei schwierigen Fragen, ich würde mal sagen abgründigen Fragen. Gut, lassen wir mal das stehen. Daraus, vierte These, daraus folgt der Entwicklungsgedanke. Ne? Das Genetische. Das Naturgeschehen ist ein dialektischer Prozess des Werdens. Er hat ganz konsequent auch dialektisch gedacht. Das hat übrigens Hegel von Schelling übernommen. Und das natürlich gab es dann eine große, hitzige Auseinandersetzung, weil Schelling dann dem Hegel vorgeworfen hat, er hat ihn eigentlich plagiiert. Und das Ganze getötet mit seiner abstrakten er Logik hatte und so weiter. Er hat den entscheidenden Gedanken von Schelling gestohlen und dann gekillt. Plagiat, und dann hat er ihn vollkommen umgebaut zu einem rein abstrakten, logischen System. Und das macht der Hegel zum Vorwurf. Er ist Plagiator und gleichzeitig verhunzt er eigentlich den lebendigen Gedanken. So. Das Prinzip von Polarität und Steigerung, Goethe, treibt den Bewusstwerdungsprozess und damit den Gestaltenwandel voran. Es gibt also einen dialektischen Prozess, dieses dialektischen Prozess, das hört sich auch so abstrakt an, denkt man wieder an Feuerbach und so weiter, Karl Marx. Das ist im Grunde noch ein bisschen schwierig, aber man kennt die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer, die wieder einen anderen Charakter hat. Dies gilt auch für die Geschichte. Alles, jetzt kommt ganz wichtig, alles starre Sein in der Natur ist eine Täuschung. Die Dinge als solche sind Illusionen, Ausdruck gehemmter Kräfte. Ganz wichtig. Schelling meint, dass die Dinglichkeit, die Festigkeit der Dinge letztlich ein Ausdruck gehemmter Kräfte sind, gehemmter Ströme, gehemmter Willensimpulse. Das heißt, in Wirklichkeit gibt es diese festen Dinge gar nicht, sondern es ist eigentlich ein lebendiges, unaufhörlich fluktuierendes Etwas. Das sich ja auch wieder deckt, natürlich muss man dazu sagen, auch wenn das auf keine lebendige Art und Weise gedacht wird, mit modernen Vorstellungen davon, wie die Materie aufgebaut ist. Richtig, das deckt sich in gewisser Weise auch mit Helmut Krause, der Bauschrift der Welt, auch mit dem, was ich dazu geschrieben habe, viel. Das ist auch, also es gibt die Dinglichkeit,
ist eine Täuschung. Das ist sie in gewisser Weise ja wirklich, selbst naturwissenschaftlich gesehen, nur 40 Billiardenstel der Materie ist überhaupt nur fest. Der Rest ist leerer Raum. Wir sind vor allen Dingen, sind wir eigentlich gar nicht vorhanden. Wir sind vor allen Dingen leerer Raum. Jedes Stück Materie ist sozusagen, der Hauptteil ist leerer Raum. Und was ist dann der leere Raum? Da wird es interessant. Aber rein materiell ist es ein minimal, ganz minimal. So. Und das hat er erkannt, also spielt für ihn eine große Rolle. Gehemmtes Wollen, gehemmtes Strömen. Und so ist, das geht jetzt ein bisschen auch über in seine Theorie dessen, was das Anorganische ist, ne? Ganz richtig, da kommen wir gleich drauf. Das im strengen Sinne gibt es das für ihn nicht. Man ist ja immer die Frage, ich sage ja auch gerne in Vorträgen und in Videos und so, die Vorstellung, dass das Lebendige aus Totem entstanden sein soll, ist nie beobachtet worden. Niemals, niemals eine reine Fiktion. Kein Mensch dieser Erde hat jemals beobachtet, wie wirklich aus Totem Lebendiges wird. Es sei denn, man sagt, das Tote ist gar nicht tot. Und dann sind wir wieder interessant auch bei dem großen Zeitgenossen. Das schiebe ich jetzt mal hier ein. Kleiner Exkurs. Bei dem großen Zeitgenossen, dem zweiten großen Zeitgenossen von Schelling, neben Goethe, Hahnemann. Hahnemanns Vorstellung von der Geistartigkeit der Kräfte ist in gewisser Weise wie aus der Naturphilosophie Schellings entsprungen. Aber Hahnemann hat meines Wissens Schelling gar nicht gelesen. Also die Geistartigkeit der Kräfte, auch der sogenannten anorganischen Dinge, nicht? Spielt eine ganz große Rolle. Also die, und es ist interessant, dass, werde ich auch nochmal erwähnen, auch geistesgeschichtlich, 1810, als die Berliner Universität gegründet wurde, erschienen gleichzeitig drei Werke parallel. Hahnemann, Organ der rationellen Heilkunde, eigenartig, nicht? Das zweite, Goethes Farbenlehre in der vollständigen Form und als Fragment, aber grandios, Schellings Weltalter, 1810. Da wurde die Universität gegründet. Eigenartig. Könnte man darüber reden, wieso eigentlich und was heißt das eigentlich? Fichte war ja der erste Rektor der Universität Berlin, der Friedrich-Wilhelms-Universität, wie sie damals hieß. So, also wir haben gehört, dass die Dinge eigentlich Täuschungen sind, dass sie eigentlich ein fluktuierendes Etwas sind. So. Fünftens, die Welt ist zugleich die unendliche, jetzt wird es ganz schwierig, die unendliche Selbstbejahung des absoluten Geistes. Das unendliche sich selber wollen ist also im Innersten absoluter Wille. Nicht, da ist also diese, das findet man schon bei Jakob Böhme auch schon, diese Willensmetaphysik. Er ist in gewisser Weise der Gründer der Willensmetaphysik. Also der Wille kommt plötzlich ins Spiel. Schelling sagt ja einmal, Wollen ist Ursein. Das haben wir auch mal im Schopenhauer-Video gesagt, dass Schopenhauer dieses Werk kannte, wo das steht und es auch angestrichen hat in seiner Ausgabe. Aber immer abgestritten hat, dass er davon jemals beeinflusst worden wäre. Und Wollen auch, ist Ursein. Und vor allem auch, Sie sich einen Streitpunkt darüber haben, wie intelligent ist dieses wollende Ursein. Also das genau. Aus Schopenhauers Sicht komplett blind, aus Schellings Sicht ahnt es schon was. Genau, das ist bei Schelling ein Geistwille, bei Schopenhauer ist ein blinder Wille. Alles starre Sein, die Welt ist zugleich, jetzt wörtlich Zitat, der Abdruck dieses ewigen und unendlichen sich selber Wollens ist die Welt. Also Welt, Wille als Wille zur Welt. Wille zur Welt, das ist auch bei Schopenhauer, bei Helmut Krauss auf eine wieder andere Weise, der Wille zur Welt. Und das ist sozusagen ein absolutes Prinzip. Da muss man dann auf den Willen eingehen, was Schelling auch sehr intelligent macht. Was ist denn der Wille? Will ich kurz ansprechen, was ist der Wille? Es ist das etwas Wollen, was noch nicht ist. Es ist sozusagen ein Hinstreben zu etwas Wollen und sozusagen, damit es dann geschieht. Ohne den Willen geht es gar nicht. Deswegen kann der Mensch auch nie hinter seinen Willen wirklich zurück. Und da ist ja Schopenhauer gut drin. Das kann man wirklich so sagen.
Wenn man Kinder fragt, warum willst du das? Weil ich es will. Das ist nicht hintergehbar. Genauso wie man das eigene Ich nicht hintergehen kann. Und sich selbst auch nicht. Also, der Abdruck dieser ewigen und unendlichen sich selber, des unendlichen sich selber Wollens ist die Welt. Die Welt als Wille und Vorstellung, sagt Schopenhauer. Das könnte auch Schelling sagen. Hätte es sagen können. Aber nur das, die Vorstellung ist bei ihm was anderes. Und der Wille ist auch was anderes. Mhm. Aber er hätte im Grunde genommen auch sagen können, die Welt als Wille und Vorstellung. Ist wirklich so. Sechstens. Das Universum ist ein göttliches Kunstwerk. Schelling hat ja auch eine eigene Metaphysik der Kunst hervorgebracht. Wahrheit, Schönheit und absolute Einheit sind miteinander identisch. Also diese berühmte neuplatonische Einheit, das Gute, das Schöne und das Wahre, ist das Gleiche. Was Schönes ist wahr. Wieso eigentlich? Warum kann nicht das Hässliche das Wahre sein? Das Wahre sein? Schöne Worte sind nicht wahr, wahre Worte sind nicht schön, sagt Lao Tse. Ne? Gut, aber man ahnt, was gemeint ist. Okay, siebentens, die Schöpfung ist kein einmaliger Akt, sondern ewiger Prozess, die Welt als fortwährende Schöpfung. Sie ist nie zu Ende. Sie ist nie zu Ende. Gestaltung, Umgestaltung des ewigen Sinnes, ewige Unterhaltung, sagt Goethe, in einer unendlichen Welt, in einem unendlichen Prozess. Davon ging Schelling damals noch aus, von einer unendlichen Welt. Eigenartigerweise der späte Schelling, der dann auch ganz auch ins Religiöse geht. Ins Christliche. Ins Christlich-Religiöse, leugnet das dann plötzlich. Es ist auch interessant, dass der Geozentrismus und das Christentum so eng miteinander verbunden sind. Und Schelling ist nachher auch eigenartig, gibt es dann Sätze von ihm, man hat das Gefühl, er nimmt seine Naturphilosophie wieder zurück. Aber nicht wirklich, aber es klingt dann so. Also ein ewiger Prozess, ewige Metamorphose. Achter Punkt, das sind nur 10. Die Welt der Erscheinung, hier ist ein wunderbares Wort, zitiere ich gerne von Schelling, ist halbreal. Sie ist real, aber nicht vollkommen real. Also wenn wir hier zusammensitzen und auch hier, dann ist das nicht die Realität selbst, die Wirklichkeit selber. Wir sind nicht im Wirklichen, wirklich. Wir sind nur im Halbrealen. Das macht die Schwierigkeit aus. Wirklich ist es nicht. Das muss man einfach klar sagen. Deswegen ist es keine Phantasmagorie. Aber im tiefsten Sinne wirklich ist es nicht. Sondern es ist die Halbreal. Und das bringt uns manchmal an die Grenze unseres Könnens und Wollens. Die Welt der Erscheinungen ist halbreal. An sich ist alles Endliche ohne Realität. Das eigentlich Reale ist eigentlich das Unendliche. Und das ist interessant, weil natürlich, wenn man jede Form konsequent betrachtet und ich jetzt einfach nur die Frage stelle, wo ist wirklich die Grenze zwischen jetzt, zwischen dir und mir zum Beispiel, wo fängt das an? Ja, also subjektiv ist es erstmal sagen, phänomenologisch nehme ich da einen Unterschied wahr, ist ja klar, und wir sind nicht einfach so das Gleiche. Das ist voll offensichtlich so, ja. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich diese Grenze kaum benennen kann und das ist ein sehr, sehr großer, das ist ein entstehendes Paradox. Richtig. Das Paradox spielt da schon eine große Rolle. Auf jeden Fall, da können wir ganz lange drüber reden. Ich will noch kurz mal die 10 Punkte zu Ende führen. Ist halbreal. Es enthält den Charakter des Wirklichen durch die Einbildung des Unendlichen in das Endliche. Sehr interessant. Also die sozusagen den Schub der eigentlichen Wirklichkeit in der Erscheinungswelt kommt durch das Unendliche, was sozusagen hineinwirkt und das erst auflädt mit der eigentlichen Potenz der Wirklichkeit. Wenn das fehlt, ist es einfach nur ein Abziehbild, und eigentlich nicht wirklich real. 9. und 10. Punkt: Die Totalität des Universums. Das klingt so nach Giordano Bruno. Ist die Einheit in der Unendlichkeit und die Unendlichkeit in der Einheit. Das ist ganz Giordano Bruno. Die Einheit als das Unendliche.
Dies manifestiert sich in Schwere und Licht. Wenn wir vielleicht jetzt nicht so drauf kommen können, aber interessant, Schelling denkt intensiv nach, was ist Licht und was ist Materie, was ist Gravitation. Das beschäftigt ihn sehr. Letzter Punkt, der Sinn des Weltprozesses ist die Zurückführung des Endlichen in das Absolute, die potenzierte Wiederherstellung der Einheit des Ursprungs, der höchsten Stufe der Selbstbewusstwerdung des Geistes. Also es gibt ein Ziel in gewisser Weise und dieses Ziel ist die Wiedervereinigung des Subjektes und des Objektes. Und das erinnert wieder an Hegel. Es ist ja auch eigenartig, diese Hegel denkt ja auch die Selbstoffenbarung des Geistes, für ihn ja auch göttlicher Geist, aber anders als bei Schelling, ist ja immer die Frage, was ist der Sinn des Weltprozesses? Also, das taucht aber auch A bei Spinoza auf und das, ja, ja, und das ganz, Zweite. Ganz richtig, ja. Und das Zweite ist natürlich, hat eine große Ähnlichkeit zum Satori-Gedanken, zum Erleuchtungsgedanken des Buddhismus zum Beispiel oder der überhaupt der Upanishaden-Philosophie. Ganz richtig. Also ganz kurz noch zur Schwere. Die, für Schelling ist die mechanistische Schwere-Theorie einfach absurd, die lehnt er scharf ab. Für ihn ist letztlich die Schwere auch eine göttliche Potenz. Und das hat er, muss man aber dazu sagen, da ist er stark beeinflusst von einem Denker, der immer auch klein gehalten wird, der schon vorhin genannt wurde, Franz von Baader. Den kennt ja heute auch kaum jemand. Wollen wir da für einen Moment kurz nochmal die Bühne bereiten? Denn der Gedanke ist ja, dass die Schwere im Sinne Newtons als Massenanziehung, ganz genau. Also Zeit ohne Zeitverzögerung durch den Raum, alle Teilchen sich einander anziehen und auch einander nicht stören in ihren jeweiligen Anziehungsprozessen. Und das wird als ursachelos einfach so in den Raum gestellt. Und Franz von Baader hat dagegen eingewendet, dass ja, also das kugelförmig radiale Erleben eines Gestirns mit einer solchen Kraft, also Anziehungsvorstellung, eigentlich nicht wirklich erklärlich ist. Er sagte, dazu braucht es was anderes. Und Franz von Baader ging davon aus, dass das eine Art Individualität des Gestirns ist, was alles zusammenhält. Genau. Nun kann man sagen, Franz von Baader, hochintelligenter Mann, sehr interessant auch. Das klingt poetisch, aber es ist bei ihm sehr subtil gedacht. Das ist erstaunlich. Da gibt es auch Ähnlichkeiten auch zu Helmut Krause mit dem Radialfeld, nicht? Und auch zu Kirchhoff. Das ist ganz erstaunlich. Er denkt nämlich im Grunde genommen, wie Schelling auch, eine Äthertheorie. Es ist eine sehr sublime Äthertheorie. Mhm. Das Gestirn verstrahlt sozusagen eine göttliche Energie und das hält das Gestirn zusammen. Und bei Newton, das haben wir ja schon angedeutet, ist das immer ein offenes Rätsel gewesen. Er hat nie gesagt, er wüsste das. Er sagt immer, was die Schwere ist, das weiß ich gar nicht. Hypotheses non fingo. Hypothesen denke ich mir nicht aus, Fiktionen denke ich mir nicht aus. Aber er hat dahin geahnt, das muss man ihm zugestehen, dass es eine göttliche Qualität hat. Und da hat Schelling immer wieder angegriffen und sagt, die Schwere muss noch was anderes sein. Also, und da ist er im Grunde genommen der Gründervater, wenn man es so nennen darf überhaupt, einer sehr subtilen Äthertheorie. Da sind wir beim Äther, das müssen wir aber jetzt nicht alles behandeln, der ja dann zunächst mal im 19. Jahrhundert eine große Karriere gemacht hat und dann später erstmal abgewirtschaftet schien durch Einstein. Also da gibt es sehr schöne Zitate, also zum Beispiel nur zwei, drei Zitate nochmal von Schelling, dass man das hört. Jedes Ding gravitiert unmittelbar nur gegen das schlechthin eine, die unendliche Substanz, und nur dadurch gegen alles. Also ist sozusagen da eingehängt. Es gibt für ihn keine Massenanziehung der einzelnen Körper gegen und miteinander. Das ist nicht so. Das ist also die Massenanziehung in dem Punkt, wird zurückgewiesen, die auch nie bewiesen worden ist. Das haben wir auch schon in unserem Masse-Video, also es gibt ein Masse gesagt, über das Wesen der Materie, das heißt, die an der Cavendish-Drehwaage beobachteten Effekte werden nicht geleugnet, sondern eher anders eingeordnet. Das ist das Einzige. Es wäre nicht, sie sind nicht Ausdruck einer Massenanziehung, sondern eines Grenzphänomens, eines weiteren Grenzphänomens. Genau. Danke, dass du nochmal darauf hinweist. Da haben wir ja Masse-Materie, das haben wir ja behandelt.
Und da hat es ja auch Kommentare gegeben und so weiter, dass also die Massenanziehung eigentlich nie wirklich bewiesen worden ist. Kann auch gar nicht bewiesen werden. Wie soll es bewiesen werden? Mhm. Kann ja gar nicht. Also auf jeden Fall, Schelling versucht da einen neuen Ansatz, einen lebendigen Ansatz, einen ganzheitlichen Ansatz, Gravitation zu verstehen. Ja, also die Gravitation letztlich eine Manifestation eines Willens auch in den Ursprung, in die göttliche Ursubstanz, in das Urfeld von mir aus auch, in die Raumenergie, um diese Begriffe zu verwenden. Wem das nicht schmeckt, wenn man da jetzt vom Göttlichen spricht, der sagt, das möchte ich nicht, dann sagt man das Urfeld, das primordiale Feld, primordial field, das denkt auch Schelling. Und da ist er sehr gut drin, ist richtig gut. Aber das ist natürlich jetzt, wäre jetzt noch unklar, denn wenn Schelling sagt, dass es erst einmal nur gravitiert gegen das Urfeld, das ist ja unklar, weil das ist ja, es gravitiert ja nicht gegen das Urfeld an sich bloß überall, sondern gegen einen konkreten Mittelpunkt. Richtig, das hat er eben von Franz von Baader übernommen. Mhm. Dem muss man da einfach mal die Ehre lassen. Mhm. Ich möchte es auch gerne tun, weil es leicht unter den Teppich gekehrt wird. Mhm. Franz von Baader hat als erster dies so gedacht. Das zum Teil findet sich auch so bei Bruno, das kannte aber Franz von Baader gar nicht. Aber Franz von Baader hat Böhme gelesen, Jakob Böhme. Und Böhme äußert sich ja auch zu diesen Fragen. Und man weiß mittlerweile sehr gut, dass auch Newton ganz stark von Jakob Böhme beeinflusst ist, der ja auch eine hermetische Seite hatte, viele Schriften zur Hermetik geschrieben hat, ganz stark von Böhme beeinflusst und übrigens auch von Giordano Bruno. Auch das wissen viele gar nicht. Also als letzten Punkt würde ich gerne noch mal eingehen auf den vielleicht Kern der Schellingschen Philosophie, der für uns auch noch mal interessant ist, nämlich auch mit Hinblick auf das, was der Transhumanismus will und tut, nämlich den Übergang vom anorganischen zum organischen und ja, der Rückweg, ja, der angetreten werden soll in das Anorganische. Schelling schreibt dort, denn nichts der allgemeinen Substanz Fremdes ist die Erscheinung des Lebens. Das Leben tritt von selbst hervor, wo die Schranke der Endlichkeit fällt und aus dem Kern der Materie selbst sproßt die Blüte des organischen Lebens hervor. Es bedarf keiner Urkeime, die wir in das Chaos ausgestreut sein ließen, gleichsam als unmittelbar aus der Hand des Schöpfers gefallen. Alles ist Urkeim oder nichts. Jeder Teil der Materie lebt nicht nur, sondern ist auch ein Universum von verschiedenen Arten des Lebens, wenngleich die starre Selbstheit dieses unendliche Leben zurückdrängt. Die Materie selbst gebiert aus der Fülle ihrer Substanz, was sich in der Natur entwickelt. In dem ersten Wesen aller Materie schon, welches dann erst in Unorganisches und Organisches scheidet, liegt das Organische präformiert. Und hätte die Erde zum Beispiel nicht schon längst ausgeblüht und wie der mütterliche Stamm ihre reifen Früchte zu immer neuen Fortpflanzungen um sich zerstreut, so würde ihr dieser Blütestand noch bevorstehen. Viele Weltkörper mögen diesen Moment noch nicht erreicht haben, wo die wilden Kämpfe der Materie ihr Ziel finden und die Materie, um aus diesem Streit mit dem Licht zu treten, selbst Licht wird und die Schwere einer höheren Potenz das Licht gemeinschaftlich mit der Materie in einem und demselben gebiert. Das ist etwas mystisch ausgedrückt. Nur freilich darf hier auch an keinem Ursprung des Organischen aus dem Unorganischen gedacht werden, welcher nicht nur, wie Kant sagt, ein Abenteuer der Vernunft, sondern ein Ungeheuer und eine Ungereimtheit ist. Der Anorganismus ist nur der negierte Organismus, das Tote nur das zurückgedrängte Leben. In starre Bande geschlagen liegt es in den toten Überresten der wahren Substanz, der Erde zum Beispiel, vor uns. Ja, das sind wunderbare Sätze. Da könnte man zu jedem einzelnen Satz schon ganz viel sagen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mal diese Passage mal in der Universität, an der Humboldt-Universität vorgelesen habe und die auch interpretiert habe. Also die Schelling lehnt grundsätzlich ab, dass es etwas Anorganisches in einem absoluten Sinne gibt. Das absolut Tote gibt es nicht in diesem Sinne, sondern alles ist Urkeim oder nichts. Das heißt, alles Organische, alles Geistige auch, alles seelisch-geistige ist keimhaft,
in der Welt angelegt, auch in den Anfängen, in dem sogenannten Anorganischen, das heißt im Klartext auch in dem Mineralischen. Mhm. Was übrigens ja auch nebenbei gesagt Hahnemann annahm, nicht? Denn auch das Anorganische, das Mineralische hat ja ganz konkrete Auswirkungen auch im Seelisch-Geistigen. Es hat jedoch die Fähigkeit, das Bewusstsein oder die Entfaltung ins Organische zurückzuhalten. Und man sieht natürlich jetzt, das war für mich auch nochmal ein starker Gedanke, dass der Transhumanismus quasi der Versuch ist, das menschliche Leben und das Leben überhaupt zurückzudrängen ins Anorganische und dort zu fesseln und zu binden, sodass es daraus nicht mehr entkommen kann, weil es verchippt ist unter anderem oder irgendwelche in ein Internet der Bio-Nano-Dinge eingebaut, in ein Internet der Dinge eingebaut, in alle möglichen Internets eingebaut, dann da so da niederliegt und schon Maschinenbestandteile einfach im eigenen Körper plötzlich hat. Also es ist wie ein Zurückdrängen ins Anorganische und dann eine Sperre aufbauen, die es sehr schwer macht, dass das Menschliche sich daraus befreit oder wieder aufsteigen kann. Das heißt, die Materie in sich eine Kraftkonstellation zu haben, die dem Organischen nicht zu jedem Zeitpunkt erlaubt, aus dieser Vorform auszutreten und sozusagen zur Blüte zu gelangen. Das beschreibt er ja auch mit den Weltkörpern. Es geschieht allerdings aus eigenem Antrieb, sobald diese Kraftbedingung gegeben ist. Ja, ganz richtig. Der Transhumanismus ist natürlich ein grausiges Beispiel, wie alles umgedreht, umgewälzt, ins Absurde gekehrt wird. Aber ein echtes Projekt, was irgendwelche Menschen, tatsächlich Menschen, wie auch immer, voranpeitschen, wie wir ja wissen, das kennen wir ja alle aus der Gegenwart und das sehen wir auch, das spüren wir ja auch. Das ist genau das Gegenteil, das absolute Gegenteil. Weil man eben glaubt, letztendlich kann man den Cyborg aus der Retorte holen und wir sind dann schlauer als vorher, weil der Mensch selber kann es nicht, aber die Vermischung mit der KI, mit der künstlichen Intelligenz und so weiter, das bringt uns auf eine ganz hohe Stufe der Evolution und jetzt sozusagen sind wir Homo Deus, dann sind wir der göttliche Mensch, wir sind die Gottwerdung, ne? Harari und so weiter. Und das ist letztlich ein Ziel, ein Irrsinnsprojekt, ein monströses Projekt. Aus dem puren, plumpen Atheismus springt jetzt plötzlich der Gott aus der Retorte, wie ein Deus ex machina. Ist so absurd, dass man es kaum in Worte verkleiden kann. Aber es wird von vielen gedacht und spielt eine ganz große Rolle in der heutigen Diskussion. Man muss nur den Great Reset von Klaus Schwab lesen, was ich zu, sagen wir mal, drei Viertel gemacht habe. Ich habe es mir das runtergeladen. Also da ist schon heftiger Stoff drin. Das absolute Gegenteil. Also wenn man das gegeneinander hält, würde man sagen, gut, der Schelling, das ist halt vorgestern. Und der Transhumanismus ist morgen. Wir gehen der Morgenröte des Übermenschen in diesem Sinne, ja, nicht Nietzsche verstanden, gehen wir entgegen. Und das ist natürlich eine fatale Geschichte. Und das macht alles kaputt. Das zerstört den Menschen sowieso. Das ist ja klar. Der Mensch zählt ja auch gar nicht. Der Mensch in seiner eigentlichen Kreativität, in seinem Freiheitsimpuls, in seiner Schönheit, in seiner Tiefe und wie auch immer, spielt ja in diesem Projekt gar keine Rolle. Spielt ja sowieso in der Weltkrise eine ganz geringe Rolle. Der Mensch zählt ja kaum noch was. Der wird ja abgewirtschaftet, wird völlig ruiniert, platt gemacht und verliert ja seine eigentliche innere Substanz. Also im Grunde genommen kann man da nur Widerstand gegen leisten, indem man ein anderes Bild des Menschen aufrechterhält, und an dem sich auch orientiert. Richtig, ein anderes Bild der Natur. Da muss man kein Schellingianer werden. Man muss auch nicht Schelling jetzt lesen, unbedingt. Aber das sind wesentliche Impulse, wie auch bei Goethe. Nur um den nochmal zusammenzunehmen. Nicht? Oder in gewisser Weise auch in der Naturphilosophie Schopenhauers, die ja auch hochinteressant ist, auch viele Parallelen hat. Mhm. Und das sind einfach Ansatzpunkte, das sind Hilfen. Das hilft einem eigentlich heute. Das sind Bündnispartner, Bundesgenossen. Das hilft einem einfach. Es gibt diese Gedanken und man kann sie mit und wieder noch erneut denken. Mhm. Und spüre ich auch heute, um es nochmal abschließend zu sagen, deutlich, dass das auch
so in den Tiefen der Epoche auch angelegt ist. Das ganz andere Neue, das Neudenken dieser Dinge. Und das finde ich auch sehr interessant. Und da muss man, das kann man auch. Und man kann dann noch ganz andere Dinge sagen. Und das ist heute eine Chance, dass das eine geistige Kraft ist, die dann auch eine eigene Wucht entfalten möge und könnte. Gegen den Irrsinn. Dass das, das organische Denken, die Betondecke der anorganischen Gedanken der modernen Naturwissenschaft, der abstrakten Naturwissenschaft durchstößt und wieder zur Blüte gelangt. Richtig. Und damit auch zu einer eigentlichen, echten Naturwissenschaft kommt, sondern in diesem Sinne wirklich lebendige Naturwissenschaft. Denn wir sind lebendig und alles ist lebendig. Ohne das Lebendige würden wir ersticken. Das ginge überhaupt gar nicht. Wir können die Welt nur erkennen, weil wir selber so ist, wie sind, so wie sie auch ist, nämlich lebendig, rundum lebendig. Und wer das leugnet, der kann es gerne tun. Ich meine, es geschieht ja auch, aber er kommt geistig auch nicht weiter, geistig philosophisch sowieso nicht. Das ist einfach, stimmt hinten und vorne ja alles gar nicht, was behauptet wird. Und dahinter steht ein eindeutiger Vernichtungs- und Beherrschungswillen. Und diesen auch klar zu benennen und auch von jeglicher Form von illusionärer sozusagen Überguss zu befreien, der daraus noch irgendein Wohlwollen zimmern will. Wer den Menschen auf diese Art und Weise einhegen will, will ihm nicht wohl, auch wenn er sich selbst alles Mögliche einbilden möchte in seinem Selbstbetrug. Das hat nichts zu tun mit dem Lebendigen und das ist eine Unterdrückung aller lebendigen Impulse. Ja, gut, das finde ich ein schönes Schlusswort. Das können wir auch so stehen lassen, weil das macht es interessant. Das macht den Schelling, einen Denker, der lange, erst einmal vor vielen Jahren gelebt hat, der aber weiterwirkt und der einfach interessant ist. Also es ist einfach schade, aber man kann es immer wieder nur betonen. Es lohnt sich, das aufzugreifen. Es ist schade, dass Schelling so wenig gelesen wird. Letztendlich, er wird es und es wird sich vielleicht auch nicht ändern unbedingt. Aber diese wunderbare kleine Schelling-Monographie kann gelesen werden, die nämlich all diese wunderbaren Gedanken enthält. Wunderbar, aber sie ist vor 40 Jahren erschienen, aber seit 14 Jahren hat der Rowohlt Verlag dieses Buch aus dem Programm rausgenommen. Es wird gesagt, der Kopernikus ist wieder drin im Programm, der war auch raus, als E-Book. Ich habe auch schon darüber verhandelt, ob man nicht den Schelling und den Bruno auch wieder als E-Book bringen kann. Wurde gesagt, ja, wir denken dran. Aber noch ist es nicht der Fall. Gut. So. Dann vielen Dank, Jochen Kirchhoff. Bedanke mich und auch. Vielen Dank auch, liebe Zuschauer.